Eine der bekanntesten Stellen der ganzen Bibel ist diese Sache mit dem Joch. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt Jesus. Sonderbare Sache, nicht wahr? Eine sonderbare Aussage. Weißt du, ein Joch, das ist dieses schwere, dieser balkenartige, dieses Holzstück, was auf Rinder gelegt wird, wo der Pflug dran befestigt ist. Die werden angeschirrt, damit sie bei der Landwirtschaft früher den schweren Pflug ziehen konnten. Das war etwas wirklich Schweres, was ihnen aufgelegt worden ist. Und sie mussten dann unter diesem Joch gehen und eben den ganzen Acker umpflügen. Dazu brauchte man zwei Tiere. Und das eine war sozusagen das Leitrind und das andere war eins, was nebenher mitgegangen ist. Und genau dieses Bild gebraucht Jesus. Er sagt, wenn du mit mir in einem Joch bist, mit mir sozusagen in diesem Team vorangehst, dann wirst du feststellen, dass das sanft ist. Dieses Joch, was auf dir liegt, in diesem Leben, auf dieser Erde, wird sanft sein. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn das zweite Rind wirklich im Gleichschritt mit dem ersten marschiert. In dem Sinne, wenn wir mit Jesus wirklich gleichmäßig vorangehen. Wenn wir in eine andere Richtung wollen, wird es schwierig. Dann fängt das Joch an zu schmerzen. Und wenn wir etwas langsamer gehen wollen, wird es schwierig. Oder wenn wir auch zu schnell gehen wollen, wird es schwierig. Das Joch ist dann sanft, wenn wir genau im gleichen Rhythmus, im gleichen Schritt wie unser Herr vorangehen. Und das ist die Aussage hier. Er sagt, ich stehe bei dir, ich gehe mit dir und ich will deine Last tragen, ich will das Joch nehmen, ich will dir helfen, aber du musst mit mir im Gleichschritt marschieren. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt, ihr werdet Ruhe finden, wenn ihr mit mir in diesem Gleichschritt vorangeht. Ich glaube, dass es einer der Hauptpunkte ist, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirken will. Zu lernen, Schritt für Schritt mit Jesus voranzugehen. Im ersten Johannesbrief heißt es, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist auch ein Effekt. Es ist nicht schwer, ein Leben nach den Maßstäben Gottes zu leben, wenn du mit Jesus im Gleichklang lebst, im Gleichschritt lebst. Einer der wichtigsten Punkte dafür ist, dass du regelmäßig Gemeinschaft mit ihm hast, dass du deine Bibel liest, dass du einfach zulässt, dass er zu dir redet und das, was er dir mitzuteilen hat, in dich aufnimmst. Ich wünsche dir, dass du wirklich lernst, in diesen Frieden, in diese Ruhe, in diese Gelassenheit hineinzukommen und einfach dein Leben Schritt für Schritt für Schritt mit Jesus zu gehen und aufhörst, nach rechts oder links oder langsam oder schneller irgendwie rumzuzerchen. Ich glaube, dass du das lernst und ich glaube, dass Gott mehr für dich hat.